Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Grüße miteinander hier aus den Schweizer Alpen, oder? Wir sind wieder auf der Swift Touch unterwegs. Und ich habe gerade einen Anhänger voll Kühe nochmal geholt und bringe die gerade auf dem Weg nach oben auf unseren Hof. Ja, ihr schreibt mir immer wieder in die Kommentare, Yogi, woher kommst du eigentlich? Aus welchem Land kommst du? Und ich komme eigentlich nur aus dem wahren Land, nämlich aus dem Schwarmland. Ja, ich kann zwar ein bisschen Schweizerdeutsch, oder? Zumindest simulieren. Ihr wisst, was ich meine. Weil aus meiner Familie kommt einer aus der Schweiz, aber ich persönlich nicht. Deswegen, auch wenn es ab und zu so klingt, ich komme aus dem Schwabenländli. Ne? Aus der Nähe von Stuttgart. Da kennt man sich aus. Zwischen Sturgedulm und Biberach. Ich glaube, die Krankheit spricht schon aus mir. Ich glaube, es wird Zeit für einen Tee. Ja, was steht heute auf dem Plan? Wir haben ja in der letzten Folge noch mal ein paar Kühe geholt. Und ich habe dort gesagt, wir wollen mehr Leben reinbringen. Und auch uns langsam aber sicher steigern, damit wir hier mehr Aufgaben kriegen. So. Oh, das war wieder zu spät. Da hat er es wieder zu gut gemeint. So. Heißt, wir werden jetzt so nach und nach unseren Kuhstall vollpumpen mit Kühen. Bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wir mehr Arbeit haben. Das ist so heute der Plan. Und wir wollen uns nochmal ein bisschen um die Umgestaltung unseres Hofes kümmern. Es ruckelt ab und zu. Ich habe jetzt die Grafik versucht zurückzustellen. Ich habe sie jetzt auf hoch und nicht mehr auf sehr hoch. Aber ich schätze mal, es liegt einfach entweder an dem Patch oder an der Map, dass die jetzt mit dem neuen Patch nicht mehr harmonisiert. Oder zu guter Letzt an den Mods, an irgendeiner Mod, die hier nicht wirklich harmonisiert mit dem neuen Patch. Oh. Kriegen wir hier noch die Kurve? Ja, wir kriegen sie. Sehr schön. Gut, dann rein damit. Und dann schauen wir mal, wie viele Kühe wir mittlerweile haben. Es müssten jetzt irgendwo um 18 Kühe, glaube ich, sein. Ja, guck, jetzt kommt hier langsam Leben rein. Da steht nicht nur eine Kuh da, sondern auch mehr. Wir brauchen dann noch Stroh. Heißt, wir haben ja da oben auf der Alm oben, genau den hier, den Kollegen. Den lassen wir mal noch weiterarbeiten. Jetzt ist nur die Frage, kann ich aus dem überhaupt Stroh machen? Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt mal so nicht beantworten, die Frage. Das müssen wir mal wieder testen. Wir wollten aber hier runter und weiter schauen, was wir denn noch brauchen. Wir haben ein Fahrsilo, wir haben das hier, wir haben Unterstände. Der Pierre wollte unbedingt noch, dass wir hier ein Holzbike machen. Und das machen wir doch. Ich gehe auf eure Wünsche ein. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr auf der Map sehen wollt, auf unserem Hof. Umgestaltung. Seid kreativ. Macht gerne mit. Denn das ist eigentlich so ein Projekt, das gerne ihr in die richtige Richtung lenken dürft. So, Pierre. Extra für dich, ein Holzbike. Als kleines Dankeschön. Oh, so klein ist die aber da. Jetzt weiß ich nur nicht, wollte die, ich glaube, hierher statt einem Baum oder. Nee, ich glaube, der wollte hier runter, oder? Ich glaube, das war die Folge. Hier. Kann es sein? Ich bin mir nicht sicher. Pierre, verzeih mir, wenn das nicht hier gemeint war. Können wir das hier so hinpacken? Sieht es was gleich? Die ist schon ganz schön groß, das Ding. Gibt es auch eine kleinere? Oh, ich muss aufpassen wegen den Musikrechten. Nicht, dass ich nachher noch einen Jeopardy-Strike kriege.
Silos, ganz sicher nicht. Farmhaus, Dekoration auch nicht drin. In den Hallen ganz sicher auch nicht. Tja, Pierre. Da brauchen wir wohl die XXL-Holzbike da vorne hin, oder wie? Nicht, dass ich hier noch eine übersehen habe. Aber nicht, dass ich wüsste. Nö. Gut, dann nehmen wir einfach die XXL. Da waren wir ja schon komplett durch. Die hier. Eigentlich müsste ich ja hinten dann hin, oder? Also das mit meiner Nase, das wird schlimmer. Können wir die hier so irgendwie platzieren? Sieht das was gleich? Ich weiß es nicht. Das so reingebackt, was gleich sieht. Ich bin nicht sicher. So was Kleines hätte ich mir gewünscht. Guck mal, die ist ja viermal so groß. Jetzt packen wir sie mal hierher, da können wir sie ja wieder wegnehmen. Ja, das sieht nichts gleich. Das sieht nichts gleich. Da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen. Das waren jetzt wieder 5 Minuten, die uns keiner mehr hergibt. Aber okay. Wir haben eigentlich soweit alles, oder? Alles Nötige, was man auf einem Bauernhof braucht. Hier wollte ich mal noch was testen. Schaf, Pferde. Ich wollte so eine Art Weide. Jetzt ist halt die Frage, das hängt dann na klar alles in der Luft, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte jetzt voll Bock zum Beispiel hier hinten. Einfach so Open Field, wie es so schön heißt. Eine Schafweide. Aber dann hängt das Zeug alles in der Luft. Das Place Anywhere ist zwar gut und recht, aber teilweise halt mit massivem Umbau notwendig. Ja, so ist halt. So, jetzt war mein Gedanke, wie cool wäre denn das noch, wenn wir hier oben die Straße nutzen würden. Ich muss mal nochmal runter. So. Hey. Oh. So, die Straße hier runter machen. Hier entlang. So als Alternativweg hier rein. Weil hier wäre nämlich so eine Art Abzweig. Genau hier. So runter. Als landwirtschaftlicher Weg. Komm, das probieren wir einfach mal. Ich weiß jetzt schon, das kann nichts werden. Da kommt jetzt da klar die Frage, ja, warum machst du dann? Wir müssen erstmal noch das Land kaufen. Das wäre dann das hier. Und das hier. So. Und dann können wir nämlich hier anfangen zu gestalten. So rüber. Dann haben wir wenigstens zumindest hier schon mal den Weizen gekauft. Ist es auch Weizen? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gelogen. So, dann wollen wir aber texturieren. Machen das Ganze so ein bisschen kleiner. Komm, kann ich jetzt tatsächlich hier das Ding nicht machen, oder was? Kann ich es ein bisschen tricksen? Nicht ganz, aber okay. Das wäre nicht schlecht, wenn die das Ding hier mal beschriften würden. Das hier wäre es, genau. So.
Machen wir den so rüber wieder. Ordnung muss sein. Das Ganze größer und dann fahren wir hier wunderbar runter. Die Feinheiten kommen na klar nachher wieder, ja. Das ist mir bewusst, dass so ein Weg nicht wirklich so aussieht. Die Feinheiten mache ich aber wie immer offscreen. So. Und dann fahren wir hier so runter an unseren Hof. So. Gut. So lassen wir das mal. Dann brauchen wir ein bisschen Gras seitlich. Dass es nicht ganz so künstlich aussieht. Ja, künstlich. Komplett verwirrt wieder. Es ist schon wieder soweit. Yogi ist schon wieder durch. So. Das hier. Die Frage ist, seit wann wächst ein Baum im Stein? Aber okay. Ist halt so. Wir hier ein paar Dinge hin. So. Wunderbar. Testen wir mal kurz den Weg, wie das sich so anfühlt. Auf jeden Fall recht steil. Aber auch okay. Weil dann können wir vielleicht die Straße hier mal wegmachen. Die wird mit der verbunden. Und dann machen wir so ein One-Way-Ticket. So, fahren wir mit unserem netten Traktor hier hoch. Ja, auf jeden Fall befahrbar, das passt. Ich weiß ja nicht, was die Ladung da macht. Kippt die dann runter oder bleibt die fest? Wird interessant werden. Und dann sind wir eigentlich schon auf dem Weg wieder Richtung Stadt. Wunderbar, das passt soweit. Gefällt mir schon mal. Und wie gesagt, das ist erstmal nur so ein Grundkonzept, ja. Das wird na klar alles nachher noch schön gemacht, dass es auch wirklich so aussieht, wie wenn es eine Straße wäre, ja. Und dann könnte ich mir nämlich das wunderbar vorstellen. Hier fährt man runter, zack. Dann geht es rüber auf die Straße, so. Und dann können wir mal hier auch einen vernünftigen, Hoheitsgebiet ausschreiben, nenne ich es mal so. Weil das hier wird alles ein Hof werden. Wir könnten ja so Art, was haltet ihr denn davon? Simulieren von alt auf neu. Das heißt, wir starten ja aktuell retro. Wir haben angefangen mit einem kleinen Hof und expandieren dann über die Jahre sozusagen. Nicht nur mit dem Hof nach oben. Größer, mehr, sondern auch dann Übergang wieder auf die neuen Generationen von Fahrzeugen. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ja, könnte ich mir echt gut vorstellen. So, jetzt müssen wir aber nochmal hier hoch. Der Kollege hat einen vollen Tank, glaube ich. Den hier brauchen wir. So. Fällt mir eigentlich auch recht gut hier. Der Fendt. Sehr, sehr schön. Diesmal hat er sein Ding auch hier drüben. Jawohl. Jetzt wird es nochmal interessant. Wenn ich jetzt direkt aufswitchen würde, aufmachen würde das Ding, der kippt bestimmt gleich den Kollegen hier um. Jo. Guck. Wusste ich es doch. Glück gehabt. Hey. Kollege, wohin? Der rollt tatsächlich langsam den Berg runter. Wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Ich habe immer gedacht, einmal Bremse gedrückt und das Ding bleibt stehen, aber wir sehen es, er rollt.
Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich habe eine weitere Folge überlebt mit meinem Snippen und Hüsten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin auf jeden Fall da. Ich hoffe, du auch. Lass mir gerne ein kostenloses Abo da und ein Like. Support ist kein Mord. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder hier aus den Schweizer Alpen. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.